Das ist doch die Melodie von der Gitarre, das kenne ich doch. Das ist doch das hier. All alone in the glass house, lie awake till the sun's out. Pink sky when you come down. Yeah, I fuck up and lose control. Richtig cool, ein richtig cooles Sample, das Machine Gun Kelly hier benutzt. Übrigens ein richtig toller Song, Glass House von MGK. MGK ist ja sowieso ein Linkin Park Fan, ne? Der hat ja auch das hier getwittert. Last time I got off the stage, I looked Chester in the face, but now he gone and ain't no going back. Klingt einfach so chillig. Das klingt richtig cool. Diese Voice Cracks, man muss es einfach lieben. Die Stimme kommt hier so gut zur Geltung. Gefällt mir hier. Diese schönen sanften Töne. Ich mag dieses Zerbrechliche in ihrer Stimme und sie sieht auch hier wirklich zerbrechlich aus. Gefällt mir wahnsinnig gut. Also das macht ein gutes Gesamtbild. Und die Gitarre im Hintergrund, ich muss hier ständig an Glass House von MGK denken, gefällt mir auch wahnsinnig gut. In a hit of your best friend from silence when I asked how you've been. Gefällt mir, also richtig sympathisch. Rocky! Was willst du hier? Hm? Was ist denn los? Hm? Was ist los? Hm? Rocky, ist ja alles gut. Wie ein Kind. Wahnsinn. Geht auch nicht mehr weg. Also die bleibt jetzt so. Ja, ist ja gut. Rocky ist ja gut. Du bist ja mein bester Freund. Nicht nur mein bester animalischer Freund, auch so mein bester Freund. Ja. Ja, sehr gut.
Ja. So süß bist du. Bisschen nervig, aber süß. So, kann ich dich hier hinsetzen, ohne dass du irgendwie Ärger machst? Gut, sie legt sich hin. Unfassbar schön gesungen. Mir gefällt es, wenn die Stimme so aufmacht bei ihr. Es klingt wahnsinnig gut. Guckt einem direkt in die Seele, oder? Der Vibe ist einfach so toll bei dem Song. Du hast sofort gute Stimmung und es ist völlig konträr zu den Linkin Park-Texten. Da geht es ja nie um, dass man irgendjemanden liebt oder so oder jemanden vermisst oder eine Leidenschaft für jemanden empfindet. Da geht es ja eigentlich darum, dass du depressiv bist. So im Großen und Ganzen grob umschlagen. Das ist schon schön. Also mir gefällt der Vibe hier. So schön, wie sie die Songs ausklingen lässt. So, du setzt dich jetzt hier hin. Ja, es ist klar, dass du das jetzt machst. Die werte Madame. Oh, die Töne klingen so schön aus, wie das so schön ausfadet. Das gefällt mir wahnsinnig gut. Es klingt einfach, das ist so richtig prägnant. Also du erkennst sofort, dass das Emily Armstrong ist. Und ich frage mich generell, wie kann es sein, dass dieses Juwel mir einfach entgangen ist? Ich habe anscheinend unter einem Stein gelebt. Stimmung, die hier rüberkommt, durch ihre Stimme, die hier so roh ist, und die Gitarre im Hintergrund, das klingt einfach wahnsinnig schön. Touch me.
Sowas gefällt mir ja. Wenn da alle im Tonstudio sitzen, er nickt hier so mit dem Kopf. Es scheint ihm zu gefallen. Dieser Mann hat wirklich Geschmack. Auch sie shaket hier rum. Das gefällt mir. Das ist so ein sympathisches Gesamtbild. Das wertet das Video krass auf. Sie macht wieder ihre Dance-Moves. Das hat sie doch auch bei den Linkin Park-Konzerten gemacht. Das gefällt mir. Die hat einen eigenen Tanzstil. Super sympathisch und der Song ist sowieso unfassbar catchy. Das ist doch goldig, oder? Da geht einem das Herz auf. Cooler Song.